Gesundheitsrisiko Medizin. Bleibt ja weiterhin bestehen, weil ja die Strukturen sich nicht ändern, das Verrechnungs- und Finanzierungssystem im Hintergrund gleichbleibend ist und daher besteht die einzige Chance, dieses System so unbeschadet wie möglich zu überstehen, maximal Eigenverantwortung zu übernehmen. Hierbei ist wieder wichtig zu bedenken, dass die Planlosigkeit durch ein gewachsenes, unstrukturiertes System die Grundlage ist für diese wahnsinnigen, kranken Zustände, die viele Menschen bereits kennengelernt haben. Schmerz ist so prädestiniert, um aufzuzeigen, wie planlos, wie inkompetent und wie unstrukturiert die Medizin in diesem Bereich vorgeht. Das ist jetzt wieder alles nicht nett und das will man nicht hören, weil meine Behandler sind ganz anders. Nur muss man sich mal überlegen, ob auf der Metaebene, also auf der Systemebene, die dem übergestellt ist, nicht dieser Mechanismus auch beim so netten Kollegen und bei der so freundlichen Kollegin und dem ach so tollen Alternativmediziner nicht doch auch die Moneten, die treibende Kraft sind und das Wichtigste die Krötenwanderung ist. Also die Kröten vom Patienten müssen in die Taschen des Behandlers wandern. In meiner Ordi geht es auch um Geld, keine Frage, ich muss auch von irgendwas mal Essen zahlen und mein Kübi tanken, mit dem ich den Diesel fürs Klima verbrauche. Nur mit Struktur kann man mit demselben Verhalten, mit denselben therapeutischen Maßnahmen irrsinnig viel erreichen und natürlich Eigenverantwortlichkeit, Selbstverantwortung, diese Menschen, der einem da ein Problem anvertraut, ermöglichen. Wichtig ist einmal die Dokumentation und das Erfassen im Anamnesegespräch, also das Vorgespräch, wie es zu dem kommt, zu erheben. In der Medizin hat man da natürlich dann einen gewissen Fehler eingebaut, der dieses Geschäftsmodell ermöglicht. Und das ist zum Beispiel die Messung von Schmerz. Schmerz ist eine subjektive Wahrnehmung, die natürlich auch sehr schwer zu messen ist und daher auch nicht wirklich strukturiert notiert wird, weil im Endeffekt interessieren die Behandler die Patienten nicht. Man will nur seine Ruhe haben und schauen, dass man seine Kohle macht und das wird sowieso nicht besser, weil es mir eh egal ist. Grundlegender erster Fehler ist, kennen viele Menschen, die Schmerzen haben, ist VAS. Die visual-analoge Skala. Das ist das, was viele kennen, dieses, wie ist ihr Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10. Da liegt der Fokus dezidiert auf der Schmerzintensität. Und ein Mensch hat zu beurteilen, wie er den Schmerz wahrnimmt, wie seine individuelle Wahrnehmung ist und das dient dann anscheinend als Richtlinie, um durch die Behandlung geführt zu werden. Erklärt er dann die Planlosigkeit für Medikamente, Operationen, Spritzen und den ganzen Tango, der da aufgeführt wird. Weil ich habe keine Baseline. Ein Mensch, der jahrelang Schmerzen hat, kennt diesen Nuller nicht. Der weiß nicht, was schmerzfrei bedeutet, weil er konstant in einem Bereich von Beispiel 6 ist. Und er fokussiert sich auf diesen Schmerz. Vergleich für besseres Bild. In einem Gefängnis, Ausbruch, im Wachturm gibt es den Suchscheinwerfer und es ist ein Häftling entflohen und der wird jetzt gesucht und dann wird er gefunden. Das heißt, man konzentriert sich auf den einen Häftling, der entflohen ist oder auf dem Weg zu fliehen ist, sieht aber nicht, dass in diesem Gefängnis der Rest der Insassen hinter Gittern sitzt und gesiebte Luft atmet. Einfach nur so kurz bewirken lassen, wie diese Schmerzskala unsinnig ist. Ist aber das einzige Mittel, ist weder spezifisch noch irgendwie evidenzbasiert. Das ist wirklich was absolut Willkürliches und absolut Unwissenschaftliches. Nur so einmal zum Hinterfragen der gesamten Medizin. Demgegenüber steht natürlich dann die Selbsteinschätzung. Selbst- und Fremdbeurteilung sind so klassische Methoden des Managements, der Führung und der Kommunikation. Und da verwendet man nachher einfach
Prozente. Prozente Verbesserung. Prozente Schmerzreduktion. Prozente, Prozente, Prozente. Immer befestigt und immer verankert mit einem Ziel, einem alltagsorientierten Ziel nach SMART-Kriterien. Um dann anhand dieses Ziels zu merken, wie nähere ich dem Ziel an oder entferne mich vom Ziel. Und mit halte ich mich einfach an diese selbst definierte Schmerzintensität, sondern wie verändert sich der Schmerz. Denn ich komme bei Schmerz 6 auf der VHS-Skala am Anfang der Behandlung 200 Meter Gehstrecke haben mit dem Knie, das die Probleme macht. Und nach 3 Wochen habe ich 2 Kilometer bei Schmerzintensität 6. Also die Baseline sind die 200 Meter. Wenn ich jetzt nur auf diesen VHS-Wert gehe, in dem Fall der 6er, stelle ich dem gegenüber die Gehstrecke und auf einmal ist der bei 200 Metern Gehstrecke bei 3 von seiner Wahrnehmung. Und er definiert es über die Verbesserung seines Zustandes. Natürlich brauche ich dann als Behandler auch ein gewisses kommunikatives Geschick, eine gewisse Klarheit und eine gewisse Strukturiertheit in meinem Vorgehen, um einen anderen Menschen, der kein Professionist ist, auf diesen Weg mitzunehmen. Und natürlich in der Reflexion, also in der Rückschau der gesetzten Maßnahmen, Dehnungen, Bewegungen, Weichteiltechniken, egal was gemacht wird, kann ich sofort immer die Feedback-Schleife erkennen. Also ich habe Feed-Forward, ich habe was gemacht, habe dann eine Erwartungshaltung und gleiche sie dann mit dem Ergebnis ab. So lernt natürlich dann das zentrale Nervensystem, das ja in erster Linie verantwortlich ist für die Schmerzphänomene, lernt dann zu modulieren, Reize neu einzustufen und so kriege ich dann Selbstwirksamkeit zusammen, kann sukzessiv die Behandlung verändern, die Behandlung an das geplante Ziel anpassen und so mit wenig Kosten, wenig Aufwand und einem direkten Weg in der Interaktion mit dem Menschen dieses Problem lösen und für eine dauerhafte Lösung zu sorgen. Das ist so grundlegend Fehler, die an der Basis passieren. Das ist so der klassische Hausarztfehler. Wie ist der Schmerz? Oder beim Kollegen, Kollegin, Therapie, Massage, egal, Sportwissenschaftler, egal was die machen. Wie ist der Schmerz? Aber es fehlt immer die Orientierungslinie, die Baseline. Ich komme aus dem Handwerk, habe einen Bau gearbeitet, da gibt es einen Meterriss bei der Tür, da werden alle Fenster nach dem Meterriss eingebaut. Da gibt es nicht ein Fenster auf 2 Meter Höhe und ein Meter auf einen halben Meter, so wie in der Medizin, dass jeder Türen einbaut, wie er will, und Fenster einbaut, je nachdem, was er gerade verkauft, sondern ich kriege einen strukturierten Weg, der natürlich dann auch zu diesem evidenzbasierten System passt, wo ich kombinieren muss aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus eigenen Erfahrungen und dem Ergebnis von gesetzten Maßnahmen, um dann natürlich so dieses Problem zu lösen und dauerhaft eine Schmerzveränderung bis hin zur Schmerzfreiheit zu ermöglichen. Wenn du da interessiert bist, in der Beschreibung von dem Video ist ein Link zur Homepage, da gibt es ein paar Online-Kurse zum Thema Kabaltunnel und solche Sachen, wo man dann auch das bereits machen kann, um das dann auch selbst auszuüben und mit diesem System dann dauerhaft seine Schmerzphänomene neu zu erfinden, loszuwerden und zu mehr Lebensqualität zu gelangen. Bewegung statt Belastung und das größte Gesundheitsrisiko ist und bleibt die Medizin. Kanal abonnieren, Glocken einschalten, alles Gute für euch.